Bauschutt, Straßenaufbruch oder Baustellenabfälle. Wo gebaut und saniert wird, fallen Bau- und Abbruchabfälle an. Bauabfälle machen über die Hälfte des gesamten deutschen Mülls aus. Natürliche Rohstoffe wie Sand oder Kies werden knapp. Umso wichtiger wird es, aus alten Baustoffen verstärkt neue Rohstoffe zu gewinnen und diese in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Man ist es gewohnt, in Deutschland insgesamt überwiegend mit Natursteinen, mit Sand, Kies aus Naturmaterialien zu arbeiten. Das Recycling ist für viele noch ein unbekanntes Gebiet. Und daran fehlt es, dass sich mehr Planer und Architekten und Bauherren mit diesem Thema einfach beschäftigen. Recycling und Wiederverwertung von knappen Ressourcen erforschen deshalb die Architekten der Werner Sobeck Group seit vielen Jahren. Das Modul eines Wohnhauses in der Schweiz, genannt UMA, bauten sie komplett aus recycelten Baustoffen. Steine aus mineralischem Bauschutt oder auch Wände aus geschredderten Getränkekartons. Alles wird schließlich ohne Einsatz von Klebstoff verschraubt. Unser oberstes Ziel war, hochwertig zu bauen. Nicht, obwohl wir mit diesen Rezyklaten bauen, sondern auch gerade, weil wir mit diesen besonderen Materialien bauen. Die Schwierigkeit? Bisher gelten etwa nur 5% des recycelten Baustoffs als qualitativ vergleichbar mit den Ausgangsmaterialien. Deshalb werden sie meist nur als Verfüllungen, Dämmmaterial oder im Straßenbau wieder eingesetzt. Doch die Architekten wollen erreichen, Materialien nachhaltig zu verbauen, um diese immer und immer wieder zu verwerten. Je geringer die Hürden sind, je besser ich etwas zurückbauen kann, je besser diese Materialien in der Planung eingebunden sind, desto besser wird sich das Ganze auch etablieren. Bisher werden recycelte Materialien im Hausbau auch aufgrund fehlender politischer Vorschriften kaum eingesetzt. Pro Jahr fallen in Deutschland 220 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle an. Davon wird etwa ein Drittel recycelt, doch nur etwa 2% wiederverwertet. Leider ist es so, dass in Deutschland nach wie vor die bevorzugten Entsorgungswege die Verfüllung in Gruben, Brücken und Tagebauen ist, als auch die Deponierung. Die Deponien jedoch sind überfüllt, werden zunehmend geschlossen. Und so stoßen auch Recyclingunternehmen an ihre Grenzen. Auch die Andreas Thaler GmbH beispielsweise kann nur geringe Mengen ihres Recyclingmaterials zur Wiederverwertung abgeben, obwohl es nach wasserwirtschaftlichen und bautechnischen Gütemerkmalen wieder aufbereitet und zertifiziert ist. Die Politik ist zwar interessiert, dass der Stoffkreislauf geschlossen bleibt, aber es findet in den Kreisverwaltungsbehörden, in den Städten, in den Tiefbauämtern einfach nicht diese Akzeptanz, die das Material haben könnte. Da haben wir noch Nachholbedarf und wahrscheinlich auch Aufklärungsbedarf. Die IFAD fragt deshalb beim Umweltbundesamt in Dessau nach, welche Maßnahmen die Nachfrage von Baureststoffen auf dem Markt steigern könnten. Diese Nachfrage kann eigentlich zunächst einmal nur von der öffentlichen Hand kommen. Und sie sollte zum Beispiel auch belohnt werden, zum Beispiel durch die NB, Bundesbewertungssystem Nachhaltiges Bauen. Dort sollte der Einsatz von Recyclingmaterial auch positiv bewertet werden und das wird er ja auch. Und dasselbe macht die GNB für die privaten Bauherren und das sollte ein Anreiz sein. Zur aller Not könnte man auch noch darüber nachdenken, ob es nicht notwendig ist oder möglich ist, über eine Primärrohstoffsteuer nachzudenken. Zusätzlich sollen Fortschritte in der Recyclingtechnik die qualitative Wiederverwertung von Baureststoffen erhöhen. Genau hier setzt das Institut für angewandte Bauforschung in Weimar an. Die Forscher stellen erstmals aus Bauschutt Leichtgranulate her, die in der Leichtbetonindustrie Einsatz finden. Die Feinfraktion, die bisher deponiert werden muss, weil es dafür keine Verwertung gibt, die verarbeiten wir weiter. Diese feine Gesteinskörnung wird aufgemahlen nochmal, danach unter Zusatz eines Blähmittels granuliert. Und diese Granulate werden dann in einem Hochtemperaturprozess im Drehrohrofen gebläht, um diese Leichtgranulate zu erhalten. Diese sollen beim Bauen Kosten einsparen, denn die gewonnenen Leichtgranulate sollen um ein Drittel günstiger sein als jene aus natürlichen Rohstoffen. Doch bisher fehlt die geeignete, bezahlbare Recyclingtechnik.
Genau an dieser Schnittstelle sehen wir die Aufgabe unseres Recyclingtechnikums. Wir wollen hier nachweisen, dass die Technik dazu zur Verfügung steht, diese hochwertigen Recyclingmaterialien herzustellen. Auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Randbedingungen von Politik geschaffen werden, um das Recyclingmaterial einzusetzen. Wir treffen heute noch vielfach auch Ausschreibungen, gerade aus der öffentlichen Hand, an, wo der Einsatz von Recyclingmaterialien ausgeschlossen wird. Das führt natürlich nicht dazu, dass wir das anwenden. Politik und Kommunen sind also gefordert. Ihr Ziel? Die Aufklärungsarbeit intensivieren und zusätzlich die bisher günstige Deponierung in Zukunft durch eine Mantelverordnung verhindern. Wir arbeiten die Bundesregierung und im Moment der Bundesrat sehr intensiv daran. Diese Mantelverordnung würde dafür sorgen, dass zumindest das Material, das direkt im Bodenkontakt gerät, dass das hohe Qualitäten beinhalten muss, also in aller Regel aufbereitet werden muss. Und warum dann nicht gleich als RC-Material in den Hochbau? Die Weiterentwicklung der Recyclingtechnik vorantreiben, mehr Absprachen innerhalb der Branche treffen und Entscheider an einen Tisch bringen. Genau das leistet die IFAD als Weltleitmesse für Umwelttechnologien.